Moin Moin und willkommen zurück. Von den letzten 10 Stunden in diesem Partia-Transferfensters und dann das Spiel gegen Darmstadt. Und damit gewinnen wir die letzten 10 Stunden des Transferfensters. Und dann steht schon bei Verhandlungen für den Young Boys. Und damit haben wir noch ein Transferangebot für Beermann. Eins. Auch oh, mal 2 Millionen Base, Multaub 1,6. Das nehmen wir nochmal an. Beermann, würde ich sagen, reden wir erstmal ab, weil wir müssen noch ein paar Leute haben, die wir dann auch nochmal Ersatz und einsetzen können, wenn sich wer verletzt. Deswegen gehen wir jetzt in 7 Stunden dieses Transferfensters und schauen, ob sich da noch etwas tut. Nochmal 5 Stunden, nochmal der. Eine Nachricht kriegen wir nochmal. Wir gehen nochmal in unseren Kader rein, nochmal schnell schauen. Bei uns, ob wir überall gut besetzte Innenverteidigung, Beermann, Trapp, Zentral mit Henning, mit Reit, der das zur Not noch kann, dann Garcia, Multaub, Santos, ja. Okay, also ein Zehner würde halt noch fehlen, aber ich glaube, dass wir den jetzt nicht auch noch auftreiben könnten, oder Guevara. Vollmann wäre da noch so ein 10er Kandidat. Als Backup vielleicht durchaus eine Option. Gergeci, der Türke, könnte defensiver 6er machen. Und ein beiden, das wäre halt einer, der würde halt auf jeden Fall mal Erfahrung mit reinbringen. Ist dann nur schwer, weil dann könnte man die Frage, wie man dann das Ganze machen will. Man hat nämlich Gergeci, Tabatshofer. Kedira, dann hätte man halt ein Mittelfeld, was extrem überbesetzt wäre, so man dann auch jedenfalls wechseln könnte. Und das wäre auf jeden Fall richtig schwierig, dass dann hätte man auf jeden Fall die Qualität und die Quantität der Wahl. Vollmann als Backup vielleicht nochmal eine Option, ja, wir versuchen es nochmal hinter als Backup zentral offensiver Mittelfeldspieler zu verpflichten, nochmal ins Büro und E-Mail, nämlich das Multaub verkauft worden ist an Basel. Okay, soll so sein. Aber noch 5 Stunden, dann gehen wir nochmal rein in die letzten 5 Stunden dieses Transfers. Wenn es 4 Stunden, die wir jetzt noch haben. Dann gehen wir rein. Vollmann-Angebot angenommen, wird sporadisch 3 Jahre. Das ist völlig okay, damit der nächste Neuzugang von Vollmann und Stillstand bei den Verhandlungen. Damit dann noch 2 Stunden, noch 1 Stunde. Und damit gehen wir dann jetzt rein. Noch 2 Nachrichten zum einen, jetzt die Frist abgelaufen. 951,5 Millionen ausgegeben worden und der Jugendmannschaft Bergmann 86-20er Potenzial und Eckens bis 81er Potenzial. Okay, das soweit dazu. Würde ich sagen, gehen wir jetzt voran. Gehen ins Training, haben wir noch die Mail des Scouting-Berichtes, die waren auch schnell mit angehen werden. Schauen noch mal schnell rein, bis 82 Baratmann, bis 84 noch nichts für uns, bis 73 Kraus auch nicht, 94 Kilian Baumann nehmen wir mal mit und gucken mal dann die nach dem Spiel gegen Darmstadt offscreen, was der dann auch so kann. Erstmal haben wir jetzt noch mal Länderspielpause in diesem Wochenende. Dann gehen wir eine Wichtplan für Köhler. Was wollen wir da? Das da wollen wir uns heute, dass er reicht hat. Und dann wollen wir mal schnell reingehen. Entwicklungs
Pildan von ihm und werden ihn dann jetzt nochmal als Eieiei, das ist halt einfach noch viel das zu trainieren braucht. Wir werden ihn nochmal als Ball erobern und Mittelfeldspieler trainieren lassen. Mal gucken, ob ihm das nochmal zusagt. War halt aber lange, aber ist halt so. Wir gehen rein ins Training. Und dann spielen wir am 11. Wir gehen rein ins Training. Weiter geht es hier und damit sind wir am 11. angekommen. Auf geht's. Auch auf geht's. Und damit gehen wir dann rein ins Spiel in Darmstadt. Auf geht's. Wir in Schwarz mit Körper, Kiewski, Ziereis, Nauber, Netz, dann Kedira, Töfferzhofer, Sessar, Schmidt, Kerk, Gankam, Skritzel, Bader, Wittek, Höhn, Lisov, Palzon, dann Skake, Basi, Stanilevic, Manu und Glatte im Sturm im 4-1-4-1. Und damit würde ich sagen, schauen wir mal kurz ins Teammanagement und gehen dann so rein in die Party nach Darmstadt. Auf geht's. Auf geht's in dieser Party. Und damit gehen wir dann rein. Auf geht's nach Darmstadt. Niklas Schmidt mit 2 Toren. Er ist mit dem Top-Torjäger der 2. Liga. Und damit willkommen aus dem Merckstadion am Böllenfalltor hier in Darmstadt. Damit gehen wir dann rein jetzt in diese Partie in Darmstadt. Der Part ist ganz schön. Die kriegt sowieso überlängert durch das Spiel und die Transferzeitraum, aber ist halt so. Und damit würde ich sagen, gehen wir dann jetzt rein in die Partie. Schmidt mit 4 Toren in den letzten 3 Spielen im Fokus heute bei uns und wir starten dann jetzt einfach rein in diese Partie. Der ist verdammt durchs Arm in gelb und blau und weiß, gelb und von links nach rechts über Palzon, über Platte, wieder Palzon aus Basi, Platte, gut dazwischen geht die Raclair erstmal, Töfferzhofer, Palzon und dazwischen Basis Abschlusstor. 1-0 Darmstadt, 5. Minute. Was ist denn hier los? Das ist zu einfach, viel zu einfach. Basis zieht dann einfach ab. Und dann ist es ein drittes Saisontor und die ganz, ganz viel Führung zur Außenlinie hier gegen den VfL Osnabrück. Wie jetzt, wenn wir erstmal einen Ball besitzen, müssen wir erstmal schauen, dass wir uns davon erholen. Über Töfferzhofer, über Schmidt, über Kedira, über Luca Netz, über Kerk, aber der Ballverlusteinbruch für die VfL Osnabrück. Durch Netz, durch Schmidt, Kedira, Gankam, Danke, gute Ablage für Kerk, keine Absatz und Kerks Abschluss ist dann viel zu schwach.
Schnitzel nach 10 Minuten ganz einfach mit der Parade. Dann bleibt es beim 1-0 für Darmstadt. Lüsow. Gut angegangen von Cesar, Einwurf Darmstadt. Cesar, starker Ball. Schmidt. Gangkern, guter Ball. Kerk, die Flanke ist aber nicht gut. Da war Zofer. Kiewski. Kedira. Gangkern kommt nicht zum Abschluss, wird erklärt sogar auf Skarke, der mit dem Ball für Basi. Palsson zurückgelegt, Danilovic, Platte, Tage zurück, Platte, Platte nach außen, Manu, nochmal ein zweiter, Flanke kommt, aber Ziereis kriegt den Ball nicht geklärt, Platte, Manu, das ist Danilovic, der Abschluss, Körper ist da. Der Ball auf Kedira. Schmidt. Und Höhn verliert den Ball gegen Gangkern. Bitter. Palsson. Nach außen. Skarke mit Tempo. Badas Flanke. Die findet Danilovic, der Kopfball geht aber am langen Eck vorbei, 26 Minuten gespielt. Darmstadt oben hat hier immer noch Bestand, der lange Ball. Cesar Kopfball-Duell gewonnen, aber nicht gut gemacht. Danilovic holt den Ball für Darmstadt, Basi. Palsson. Danilovic, Platte, das ist viel zu leicht. Nochmal abgeht der Abschluss, nicht das, sondern nur die Torstange von außen. Darmstadt ist hier einem zweiten Treffer deutlich, deutlich näher dran als wir einem Ausgleich. Tafazofer, Nauber, Kedira auf Kerk, Kerk mit Tempo, wieder geht er in die Box, Kerk lässt sich Schmidt zurückfallen, 1-1. In der 32. mit dem ersten richtigen Torschuss macht Niklas Schmidt sein 6. Saisontor und bestätigt damit in einer Tour im Moment das, nämlich warum wir ihn aus Bremen fest verpflichtet haben. 32. Minute. Palsson. Danilovic, Palsson für Darmstadt. Basi, der hat ja heute schon mal getroffen. Gut dazwischen. Und Neitz. Kedira. Schmidt. Gangkamp, starker Ball. Schmidt für Gangkamp. 2-1 Osnabrück. 37. Minute. Stark gespielt. Schmidt legt ihn nochmal wieder rüber für den Gangkamp, damit er auch der heute nochmal trifft und Schmidt sich nicht alleine in die Top-Torjägerliste einträgt. Spiel gedreht hier in Darmstadt, sein 5. Saisontor. Ganz wichtig. 2-1 Führung. Skarke. Guter Ball, Basi. Der Versucher ist dazwischen. Guter Ball. Der Versucher, oh, was ist das? Riesenfehler. Achtung, Danilovic, körperstark. Der da richtig aufpassen muss. 43. Minute. Das hätte der Ausgleich sein müssen aus Darmstädter Sicht. Basi, Eckball kommt, geklärt, Körper ist nicht da, Cesar macht das eigentlich richtig, versucht den Ball an die Außenlinie zu treiben und schlägt den Ball dann lang. Für den Gangkamp, der kann den Ball nicht festmachen, leider.
So, nochmal Darmstadt. Stanilewitsch ins Zentrum. Palzer und Tapasbaum muss den Weg mit zurückgehen, macht das nicht. Kiewski, die Flanke ist viel zu frei. Platte 2-2. Kurz vor der Pause. Das ist viel, viel zu einfach. Wie Darmstadt hier dieses Tor erzielt. Sein drittes Saisontor, wenn ich es platte. 2-2 nach 45 Minuten. Eine Pause hier in Darmstadt. Mit 2-2. Braunschweig liegt gegen sein Haus 0-1 hinten. Düsseldorf 2-0 gegen Dresden. Und wir werden jetzt mal in die Taktik. Werden taktisch jetzt mal hier auf nach Ballverlust ziehen. Und werden jetzt dann in den zweiten Durchgang. Auf geht's. Damit gehen wir rein in Gangam auf Tabatova über Kiewski, Schmidt, der Ballverlust für Balzon, Stanilewitsch, der lange Ball da in die Zentrum, Platte, das ist Skarke, das ist außen der Ball für Bada, wieder Skarke. Der macht das einfach, die Flanke gut geklärt, nochmal ein Körper ist dann am Ende da. Den Ball abrollt auf Tafazova, der den Spielaufbau mit Kedira, der mit Schmidt, der mit dem Gangkamp, der muss es jetzt fast alleine machen, nein, findet dann Kevin Cessa, 3-2 für den VfL Osnabrück in der 53. Minute. Was ist denn das hier für ein verrücktes Fußballspiel in Darmstadt? Hier haben wir jetzt das erste Saisontor in dieser Saison. Aber er trifft und bringt uns damit erneut in Führung. Und jetzt heißt es, dieses Spiel auch einfach mal durchbringen in Darmstadt. Stanilewitsch für Basi, für Palzon. Stanilewitsch, Manu auf Palzon, Herr Fahrtshofer kommt nicht ran, der Außen, Manu, Bader, Skarke, Netz pariert den Ball, Netz, und der Ball ist schlecht von Netz, Skarke mit der direkten Flanke, gut dazwischen. Kedira, Tafazova, Sessa und Balzon ist dazwischen. Stanilewitsch, Lizzo, guter Ball, Platte, Achtung, gut gemacht von Tafazova. Da außen ist wieder viel zu viel Platz, Skarke, Flanke, Ziereis, Kopfball, stark geklärt. Und nun gibt es den Eckball in der 64. Minute. Darmstadt wechselt, Melem kommt für Manu in die Partie. Eckball kommt jetzt, aber Körper ist da. Körper mit dem Abwurf dann nach außen auf Kiewski. Kiewski wartet auf den Mann, findet dann Ziereis. Ziereis mit ein bisschen Platz, mit richtig bisschen Platz, mit ein bisschen mehr als ein bisschen Platz. Melheim blockt die Flanke, Eckball für Osnabrück in der 69. Die mitgereisten Osnabrücker Fans natürlich positiv gestimmt über dieses knappe Ergebnis, aber die Führung im Moment hier in Darmstadt. Eckball natürlich von Sebastian Kerk mit Schnitt zum Tor auf den Elfmeterpunkt. Hier eist der Kopfball aber deutlich über den Kasten. Keine
Gefahr. Stritz, Skritzel mit dem weiten Abschlag auf Außen. Bader. Der Chipball auf Skarke. Skarke. Basi. Palsson. Stankiewicz nach außen. Da ist viel Platz für Melem. Die Flanke kommt direkt, aber geht dann ins Seiten aus. Gibt ins Tor aus. Abstoß für, für Osnabrück nach 73 knappen Minuten. Der kurze Ball. Tafazhofer. Ziereis. Kiewski. Schmidt. Gankam. Kerk. Netz. Flanke. Für Gankam. Außenpfosten verlängert. Der Ball. Mit dem Knie an den Außenpfosten. Savania. Ärgert sich. Der lange Ball. Schmidt. Doppelpass mit dem Gankam versucht, aber Bader klärt den Ball zum Eckball, weil er ihn zurückpassen will. Wir werden nochmal wechseln. Wir werden Dardai für Kerk bringen. Beziehungsweise wir werden es auch mal anders stellen. Wir bringen mal Sessa raus, nehmen dafür mal Dardai. Rizzuto kommt für Kerk auf die andere Seite, weil das eigentlich gar nicht spielen kann, was wiederum schlecht ist. Und dann würde ich sagen, bringen wir mal Netz raus und bringen dafür Rizzuto rein. Und dann gehen wir rein. Und dann rein, da ist Außenpfosten. Ball kommt. Basi. Und dazwischen Rizzuto. Kedira. Starker Ball auf den Gang kam. Das muss die Entscheidung sein. Stritzel pariert. Den Abschluss von Gang kam. Enza Arslan kommt in Darmstadt für Palsson. Und Eckball von Dardai, erster Versuch. Dardai, zweiter Ball. Wieder kurzer Pfosten, bitte. Gut dazwischen. Sessa. Starker Ball. Kiewski. Gankam ablegt. Niklas Schmidt abgeblockt. Und Bader. Skarke. Langer Ball. Melem Flanke auf den langen Pfosten. Kopfball drauf hinter drüber. Riesending von Platte, der den Kopfball Aufsetzer über den Kasten setzt. Jetzt kommt da schon welche vor Platte, geht raus, Berko kommt. In der 90.
etwas langer Ball, aber Darmstadt gewinnt auch mal den Ball. Wichtig. Arslan. Melem. Kiewski lässt sich nicht ins Leere laufen. Wichtig, Kiewski jetzt mit dem Ball in die Offensive zu sein. Dann ist hier aber Schluss. Nach 92 Minuten gewinnt Osnabrück auch dieses Verrückte und deutet mit 3:2. Das ist unglaublich wichtig für uns. Weitere 3 Punkte. Niklas Schmidt mit einem Treffer, einer Vorlage. Mal mindestens, sogar vielleicht sogar mit 2 Vorlagen. Ich weiß nicht. Wir gucken noch mal rein. In die Spielinfo-Schüsse, 7:9 Schüsse aufs Tor, 4:5. Darmstadt hat etwas mehr Ballbesitz, wir gewinnen einen Zweikampf mehr. Passgenauigkeit bei Darmstadt deutlich besser, Schussgenauigkeit knapp besser. Also alles gut, wir gehen mal rein und schauen. Gangkamp mit einer 8,9. Heute Man of the Match. Gangkamp mit einem Treffer. Setzer mit einer Vorlage, genau wie Gangkamp. Die dritte Vorlage kam noch von Kerk, genau. Also Schmidt mit einem Tor, einer Vorlage. Nicht zu Recht Man of the Match und damit gehen wir mit rein. Braunschweig verliert 3:1 gegen Sandhausen. Düsseldorf gewinnt 3:0 gegen Dresden. Die Ergebnisse dieses Spieltages schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich glaube, der Part ging schon zu lange und dann sehen wir uns im nächsten Part zum mittlerweile schon 7. Spieltag der 2. Saison. Bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund, haut rein und ciao!